Folge 2 und 3. Das also aus dem deutschsprachigen Raum. Hier sehen wir die Strecke. 7,5 Kilometer werden jeweils gelaufen, also insgesamt 30 Kilometer von der gesamten Staffel. Dann nach 2,5 Kilometer liegend, im Anschlag freihändig geschossen. Dann nach 5 Kilometer das zweite Schießen im Stehend. Und das Schießen, das ist auch so eine Besonderheit bei der Staffel. Wir haben jetzt mittlerweile verschiedenste Varianten mitbekommen. Einmal die Strafrunde, dann die Minute, die aufaddiert wird, wenn eine Scheibe nicht getroffen wird. Bei der Staffel ist das so, der Läufer kommt an den Schießstand, legt 3 Patronen neben sich und 5 sind im Gewehr drin. Dann schießt er 5 Mal, wenn er dann alle 5 Scheiben getroffen hat, war bene, dann kann er weiterlaufen. Falls dann noch welche nicht getroffen sind, muss er so oft einzeln nachladen, die 3 Patronen, bis alles getroffen ist, dann kann er weiterlaufen. Und falls mit 8 Schuss immer noch nicht alle Scheiben getroffen sind, dann geht's in die 150 Meter Strafrunde. So also das Reglement beim Schießen. Hier sehen wir also die Startläufer. Alle 20 Startläufer gehen gleichzeitig auf die Strecke. Und Sie sehen die Farben hinterlegt hinter den Nummern. Da wird also in der Folge rot, grün, gelb, blau gelaufen. Also die Startläufer haben die rote Farbe hinter der Nummer. Die Nummer, klar, ist die Startnummer der Mannschaft. Und dann wissen Sie immer, welcher Läufer gerade unterwegs ist, eben anhand dieser Farbe. Der Startschuss ist gefallen. Die Favoritenrolle, tja, Norwegen hat in Ruhpolding gewonnen, Norwegen hat in Östersund gewonnen, aber in Kontiolahti, da waren sie nur 10. mit der Staffel. Allerdings war das auch so eine Testphase. Für mich sind die Norweger die Favoriten heute. Aber die Deutschen, sie könnten es auch endlich mal schaffen. 2., 5., 2. waren sie mit der Staffel. Gelten somit sicherlich auch auf die Titelaspiranten bei diesem Weltcup in Antholz und natürlich nicht zu vergessen Russland mit einem Sieg in Kontiolahti und einem 3. Platz in Ruhpolding. 6. waren sie nur in Östersund. Ja, da kann man auch mit diesen Herren rechnen. Bei den Norwegern wird eine völlig neue Kombination gelaufen. Völlig neu zusammengeschaufelt. Dag Bjørndalen ist nicht mehr dabei bei der Staffel. Stattdessen Halvard Hannevold, der ja seinen ersten Weltcupsieg hier eingefahren hat in Antholz, bekam eine Chance mit der Staffel. Da läuft dann erst Gerland Egil, dann der Sieger Halvard Hannevold hier in Antholz, dann Frode Andresen und Bjørndalen, und zwar der Bruder von Dag, nämlich Ole Einer. Fehlstart hat es gegeben, Sie haben es gesehen, er wurde ganz einfach dann nochmal gestartet und mit der Nummer 6 im Bild, Rico Groß, der Startläufer der Deutschen. Er hat auch seinen Platz so gut wie sicher, denn beim ersten Mal war er zwar bei der Staffel nicht dabei, aber dann das zweite und dritte Mal war er dabei, beide Mal als Startläufer und jetzt wieder als Startläufer. Das heißt, bei den Olympischen Spielen gehe ich mal davon aus, dass Norbert Bayer, der Trainer der Herren, auch Rico Groß als Startläufer setzen wird. Die ersten 2,5 Kilometer, die im Moment gelaufen werden, die werden taktisch gelaufen. Klar, in so einem Riesenpulk, da gilt es, möglichst Windschatten zu laufen, keine Kraft zu verlieren, weil das ist nicht so wild, wenn man da 10, 20 Meter Rückstand hat beim ersten Schießen, denn das erste Schießen trennt sowieso die Spreu vom Weizen. Wer da nachladen muss, verliert Zeit, fällt zurück, wer in die Strafrunde muss. Und so wollen wir mal dieses Klassement, das wir hier im Moment sehen, diese 20 Läufer der Reihe nach durch, noch nicht überbewerten. Auch vielleicht die Einblendung kurz erklärt, die Sie sehen werden. Sie werden oben rechts im Bild die Tafeln sehen, auf die geschossen wird. Wenn die weiß werden, dann sind sie logischerweise getroffen. Links daneben die Zeit, wie lange zum Schießen gebraucht wird. Links unten dann immer das Feld oder der Platz, den der Läufer im Moment hat. Und rechts dann die Zeit. Die Staffel
in Antholz, die dritte Staffel in dieser Saison mit den Herren. Zu früher Stunde geht's wieder los. Die Bedingungen, sie sind sehr gut. Es ist ein bisschen frisch zwar, aber die Schneebedingungen sind doch sehr winterlich im Vergleich zu einigen anderen Orten in dieser Saison. Ruperding war da schon ein Grenzfall, hat ja noch geklappt, aber ein Grenzfall. Hier sehen Sie den Trainerstand, wo auch Norbert Bayer seine Position bezogen hat und mit einem Fernrohr alles genau beobachtet und an die Betreuer weitergibt. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich mit dem Schießen zurück. Spielen Sie mit Eurosport. Deutschland oder Norwegen? Das ist die Frage hier in Antholz. Das sind für mich die Favoriten. Eine Überraschung könnte sicherlich auch mal von Italien oder Österreich kommen. Wir erinnern uns, 7., 4., 5. Platz für Österreich und für Italien. 3., 3., 4., also beides sehr konstante Mannschaften. Vor allem, was bei ihnen konstant ist und feststeht, das ist das Feld. Die Italiener haben zwar das erste Mal den Schlussläufer umgetauscht, René Catarinussi, der nicht so gut gestern im Sprint gelaufen ist, ist jetzt Dritter und Pier Alberto Carrara macht den Schluss. Also diese drei, diese beiden haben nochmal gewechselt, aber wie gesagt, Patrick Favre und Wilfried Palhuber, die stehen fest als Startläufer 1 und 2. Und vielleicht kommt auch mal die Überraschung, wie gesagt, von Österreich und Italien. Links geht es jetzt hier hinein zum ersten Schießen, rechts, das wäre dann der Weg zum Ziel. Die Matten beim Schießen müssen jetzt liegend entsprechend der Startnummer besetzt werden, also nicht so wie beim Sprint oder beim Einzel, wo man sich das nächste Feld einfach aussucht. Und jetzt werden Sie gleich schön sehen, wie die Patronen, drei an der Zahl, rausgenommen werden und auf die Matte gelegt werden. Dann wird das Magazin leer geschossen, falls dann noch Scheiben übrig sind, muss nachgeladen werden. Dreimal ist dann noch immer nicht alles getroffen, geht es in die Strafrunde. Norwegen beginnt gleich mit einem Fehlschuss. Wir achten natürlich auf Rico Groß. Rico Groß trifft das zweite Mal, dritte Mal. Viele Fehlschüsse hier. Und sauber mit Slowenien, Kasachstan und Weißrussland, Frankreich. Doch, es gibt einige, die fehlerfrei schießen. Also das Drama von gestern, vom Sprint, wiederholt sich hier nicht mehr in Antholz. Gestern war ja die Sicht sehr problematisch, da hat Wind geweht und da waren eigentlich nur Fehlschüsse. Und hier sehen Sie es, hier muss nachgeladen werden von Schweiz, USA und ja, ich denke mal, da wird auch eine Strafrunde fallen. Im Moment vorne Schweden vor Weißrussland und Deutschland. Die Schweden schätze ich allerdings nicht, dass sie diese Führung lange halten werden können. Die Schweden immer so um den 10. Platz, genauer gesagt 9. und 8. bisher. Kontulati waren sie nicht dabei. Und sie haben zwar mit dem Schlussläufer Frederik Kuoppa einen sehr starken und der Mann mit der Nummer 3, Todd Wixen, aber die anderen werden einem Rico Groß nicht standhalten können. Also gehen wir davon aus, dass es ein Duell im Moment wird von Weißrussland und Deutschland. Strafrunde muss hier gelaufen werden, das heißt 8-mal hat nicht ausgereicht, um alle 5 Scheiben zu treffen. Die Besonderheit hier in Antholz ist ja das Schießen. Und zwar deswegen, weil es direkt bevor es zum Schießen geht, das werden wir sicherlich ja das nächste Mal dann eingeblendet haben, wenn es dann zum Stehen geht, ein Anstieg hinauf geht. Und das können Sie sich vorstellen, ist der blanke Horror. Kurz bevor dann geschossen wird, nochmal gute 28 Meter, 20 bis 28 Meter, schätze ich, sind das Höhenmeter hinaufzusteigen. Dann geht es kurz um die Kurve und dann steht man schon beim Schießen mit Puls 180. Man muss den erstmal um 100 Schläge runterbremsen, um überhaupt sauber ziehen zu können. Das ist das Besondere an Antholz. Das hat kein anderer Weltcup-Austragungsort so wie dieser. Finnland hat sich im Moment vorne
hingesetzt. Allerdings wird das Rico Groß ganz angenehm sein, weil der Erste hat natürlich auch die Qual. Er kann sich nicht ziehen lassen von einem Vorläufer. Und vor allem, er hat keinen Windschatten. Und es mag fast ein bisschen ironisch klingen, Windschatten laufen, aber es bringt einiges. Auch bei dieser Geschwindigkeit in Anführungszeichen, denn das sieht schneller aus, als es ist. Vor allem, wenn es dann hier so die Abfahrt hinuntergeht, kann ich Ihnen sagen, da geht ganz schön die Muffe. Ich habe es mal probiert, so ein Stück runterzufahren, das ist verdammt schnell. Der Weltcup, der Staffelweltcup, der letzte der Herren vor den Olympischen Spielen, ist am Laufen. 3 Kilometer sind rund absolviert. Jetzt machen sich dann langsam die zweiten Läufe bereit. 1 Stunde 20 Minuten, das ist so die Zeit, die ungefähr erwartet wird, bis die ersten im Ziel sind. Und wenn die ersten 5 Läufer im Ziel sind, dann wissen Sie ja, wird beim zweiten Schießen an der roten Linie die Zeit genommen. Dann sollen die 2,5 Kilometer nicht mehr laufen, weil sonst würde sich das einfach zu sehr in die Länge ziehen. Viele Fans aus Italien, aber fast noch mehr Fans aus Deutschland sind angereist. Vor allem aus Ruhpolding, die 300 Kilometer nach Antholz, um hier die Läufer zu unterstützen. Natürlich vor allem eine Uschi Diesel. Da war schon gestern eine Irrsinnstimmung hier. Und wir sind bei den 4, die im Moment das Feld anführen. Und Sie sehen, die Farbe Grün, sie ist weiterhin dabei. Und das ist Rico Groß. Finnland, ja, was haben wir zu Finnland zu sagen? 11. 6. waren sie in Östersund und Kontiolahti. In Ruhpolding waren sie nicht am Start. Vielleicht haben sie die Zeit genutzt zum Training, wer weiß es. Aber als Favorit schätze ich sie auf keinen Fall ein. Geht schnell dahin in diesem Gleitstück. Da ist auf jeden Fall dann die Kunst, sauber über dem Ski zu stehen, um möglichst wenig Kraft zu verlieren. Gerade in diesen Gleitpassagen. Es geht ja fast 650 Höhenmeter rauf und runter hier auf diese 7,5 Kilometer. Allerdings, das klingt viel, ist aber sogar vom Reglement vorgeschrieben, mindestens 600 Höhenmeter. Und da hat sich schon ganz schön getrennt. 20 waren es am Anfang, 4 sind jetzt vorne. Deutschland, Weißrussland, die schätze ich ein, das wird spannend werden, ja, und die Russen natürlich. Die Frage ist, wo bleibt Norwegen? Die Norweger, auch wenn sie jetzt nicht in dieser Spitzengruppe dabei sind, mit ihrem zweiten Läufer, mit Halvard Hannevold, der irrsinnig gelaufen ist, der hat da Fehlschüsse gehabt beim Sprint und hat trotzdem fast noch 1 Minute Vorsprung rausgelaufen. Aber auch Frode Andresen, der kann laufen wie ein Wiesel. Und so kann sich das ganz schnell mit dem zweiten Läufer ändern, dass hier auch die Farbe Rot mit dabei ist in dieser Gruppe, weil die erwarte ich eigentlich noch. Wir kommen zum zweiten Schießen. Jetzt stehend. Das heißt, es wird auf ein bisschen ein größeres Ziel geschossen. Beim Liegen ist es 4,5 cm groß. Das ist so wie ein 5-Mark-Stück, ein bisschen größer. Beim Stehen geht es auf 11,5 cm. Und achten Sie drauf, jetzt werden die Patronen rausgenommen und in die Schale gelegt. Da haben wir es gesehen. Jetzt sehen wir Rico Groß. Er legt 3 Patronen in die Schale. Lädt das Magazin mit 5 Schuss, die er jetzt zuerst hat. Und dann müsste er nachladen. Schweden ist schnell dabei. Fehlschuss beim 4. Muss nachladen auf jeden Fall. 2. von unten, Rico Groß. Von rechts nach links schießt er. Sieht gut aus. Und jetzt noch einen. Dann müsste er nicht nachladen. Jawohl, nicht nachladen. Er kann auf die Strecke.
und wird das Feld übernehmen. Führung für Deutschland, Führung für Rico Groß, gefolgt von den Weißrussen und auch Österreich hält den Anschluss. Deutschland, Weißrussland, Österreich. Ein völlig neues Klassement. Die Finnen abgeschlagen. So schnell kann es passieren. Schon liegen sie hinten auf dem fünften Platz. Und das ist dann schon mit 11 Sekunden ein deutlicher Abstand. Das sind fast 50 Meter. Und hier wird sich das Feld jetzt immer weiter auseinanderziehen. Gerade so die nicht routinierten Mannschaften wie USA, Großbritannien, die ja nicht sehr viele Möglichkeiten haben zum Biathlon trainieren, stehen noch am Stand und haben ihre Probleme. Probleme hat auch Italien. Erstaunlich. Für mich gelten sie eigentlich als Favorit für die ersten fünf Plätze. Und gerade erst sind sie von der grünen Matte weggekommen. Das ist das, was die Staffel beim Biathlon so spannend macht. Dass sich alle 2,5 Kilometer alles ändern kann. Einmal schlecht geschossen und es sieht völlig neu aus. Für uns aber natürlich schön die Führung für Deutschland. Und die Weißrussen sind dran. Sie sind dran. In Ruhpolding haben sie pausiert. Aber in Kontiolahti haben sie mit einem zweiten Platz Deutschland sogar völlig deplatziert auf dem fünften Platz. Und wir warten jetzt dann auf die erste Übergabe, die jetzt einmal kommen könnte. Und das wird sicherlich dann gleich nach der Werbung passieren. Also bleiben Sie dran, es bleibt spannend bei Eurosport. Wir sind zurück mit der Staffel der Herren. Über 30 Kilometer läuft diese Staffel. Vier Läufer gehen auf die Strecke, also nach Adam Riese, jeder muss 7,5 Kilometer absolvieren. Und Sie sehen es an den Startnummern, sie sind mit roter Farbe hinterlegt. Das heißt, Startläufer Nummer 1 ist auf der Strecke. Danach käme grün, gelb und dann blau hat der Schlussläufer. Der Startläufer 1, das ist Rico Groß. Und hier haben Sie gleich die Nummer 2 gesehen, das ist Peter Sendl. Peter Sendl bekommt seine Chance in der Staffel, wechselt damit Jan Wüstenfeld aus, der eigentlich auch einen sicheren Platz in der Staffel haben müsste. Peter Sendl bekommt aber auf jeden Fall seine Chance, nachdem er ja am Donnerstag die Olympia-Qualifikation geschafft hat und somit zumindest mal eine Staffel laufen muss. Rico Groß auf dem Anstieg, bevor es dann diese Abfahrt hinuntergeht, unter der Brücke durch, dann geht es noch mal ein Stück hoch, rechts am Schießstand vorbei und dann schon am Ziel, dann ist der Wechsel. Der ganze Spaß in ungefähr 1300 Metern. Und jetzt wäre es mal schön, wie groß ist die Führung? Wie, ja, der Weißrusse ist dran. Er ist dran. Da fehlt nicht viel. Alexei Eidorov ist ihm also auf den Fersen. Alexei Eidorov, Vierter und Dritter hier in Ruhpolding. Rico Groß, Sechster und Zweiter. Zwei Spitzenathleten kämpfen gegeneinander, gefolgt von dieser Dreiergruppe. Jetzt geht es durch diese Brücke durch und das ist der Anstieg. Das hier ist der Anstieg, der so die Pumpe kostet. Oh, Sturz des Weißrussen. Zeit gekostet. Nochmal zu diesem Anstieg. Der geht's hoch, bevor es zum Springen geht. Links zum Springen, rechts. Sie sehen schon, Rico Groß hält sich auf der rechten Spur. Wird dann eine Rechtskurve fahren und dann geht schon in Richtung Ziel. Und dort wird Peter Sendl warten. Peter Sendl, der 25-jährige Oberhofer Sportsoldat,
Die Staffel wird übergeben, indem man sich abklatscht. Das muss eine Körperberührung geben, sonst in der Wechselzone, sonst ist das ungültig. Und da steht er. Deutschland schickt Peter Sendl auf die Strecke führend. Und ich denke, das könnte durchaus eine gute Wahl von Norbert Bayer gewesen sein. Denn wie könnte man mehr motiviert sein als junger Läufer, als kurz nachdem man eine Olympia-Qualifikation geschafft hat, mit einem 8. Platz. Pardon, mit einem 5. Platz hat er bereits die Olympia-Quali geschafft beim Einzel hier in Antholz und dann noch ein 8er im Sprint draufgesetzt. Vielleicht kann er den Vorsprung noch weiter ausfahren. Und die Norweger, sie sind dran. Zwar ein Fehlschuss gehabt, aber Platz 6 und sie sind jetzt mit Halvard Hannevold auf der Strecke, der Sieger vom Einzel über die 20 Kilometer. 9. war er im Sprint gestern. Weißrussland schickt Oleg Ryschenkov auf die Strecke. Weiß nicht, ob so das die gute Wahl war. Oleg Ryschenkov hat nichts zerrissen hier in Antholz. Aber Ryschenkov war bereits zweimal in der Staffel dabei, das erste und das zweite Mal. Vielleicht daher der Grund. Österreich jetzt nach Wolfgang Perner mit Günter Denk auf der Strecke. Günter Denk auch nichts unter den besten 30. Und wir schauen uns nochmal die Übergabe an auf Peter Sendl und warten dann auf die Bilder von der ersten Schleife, der ersten 2,5 Kilometer Schleife. 11 Sekunden Vorsprung. Das ist verschwindend nichts. Sie können sich vorstellen, einmal nicht treffen von Peter Sendl, was durchaus jetzt drinnen ist bei dieser Aufregung. Das bedeutet nachladen und das kostet schon fast diese 11 Sekunden, die jeder Weißrusse hinterher läuft. Oleg Ryschenkov, gefolgt von Österreich, von Günter Denk, hält den Anschluss. Wir sehen die Startnummern jetzt grün hinterlegt. Zweite Runde. So, noch runden Kilometer, dann sind wir beim Schießen und dann werden wir sehen, hält Peter Sendl im Nervendruck statt, doch noch bei einer Staffel dabei zu sein, vielleicht sogar bei der Olympiastaffel dabei zu sein, auf die er ein Druck lastet ohne Ende als Titelfavorit. Wir sehen die weiter Platzierten. Russland mit dem 11. Platz. Da wird sie auch noch was tun. Dazu sind sie zu stark, um auf einem 11. Platz zu bleiben. Schönes Wetter hier in Antholz. Gott sei Dank spielt's mit nach der grausigen Vorstellung gestern früh, wo wirklich bei minus 5 Grad Schnattern angesagt war. Und wir haben die Einzelstudie von dem noch kraftvollen Peter Sendl kurz vorm ersten Schießen. Das ist Oleg Ryschenkov. Nein, pardon. Der Finne gefolgt. Und das ist für uns wesentlich interessanter von Halvard Hannevold mit der Nummer 7, der Norweger, auf den ich warte. Ich warte, dass die kommen. Ein Fehlschuss, das kann sich jetzt gleich ändern. Jetzt geht's hinab. Gleich eine kleine Rechtskurve, dann geht's hinab, runter zur Unterführung. Und nach der Unterführung der Anstieg vorm Schießen. Packt er ihn heute auch noch. Nach dieser Höchstbelastung, die 20 Kilometer am Donnerstag. Gestern
die 10 Kilometer Sprints. Und jetzt gleich am folgenden Tag nochmal auf die Strecke mit dem Staffeldruck. Packt er das alles, diesen Druck, packt er es konditionell sauber, diesen Anstieg hochzukommen und ruhig zu schießen. Gleich werden wir es wissen. Ein angenehmes Polster vor dem Weißrussen von sechs Sekunden. Österreich hält auch den Anschluss. Jetzt geht's hoch hier. Ordnet sich links ein. Da sehen Sie gleich das Schild. Rechts steht Ziel, Arrivo, Finish. Und links steht dann Schießen. Ja, diese gelben Schilder, die da in der Mitte stehen. Und es geht liegend. Liegend, Anschlag freihändig. So heißt es ganz offiziell. Wichtig ist der Riemen, das werden wir jetzt im Ablauf sehen. Brille hoch, damit klar gezielt werden kann. Die Brille beim Laufen wichtig, damit die Augen nicht drehen. Klappe oben am Gewehr aufmachen. Dann die Klappe, der Schutz, damit es nicht reinschneidet. Dann wird sich eingehakt mit dem linken Arm und mit einem Bandzug auf die Schulter gegeben, das Gewehr in die Schulter gedrückt, um es möglichst ruhig halten zu können. Und die Norweger sind auch da. Jetzt schauen wir auf die unterste Reihe. Schauen auf Peter Sendl. Zieht durch. Österreich mit 4 Schuss. Sehr schön. Peter Sendl als erster vom Stand weg. Souverän. Der Weißrusse bleibt dran. Wer wird die neue Nummer 3? Österreich hat den Anschluss verloren. Muss nachladen. Norwegen ist auf dem Weg. Nein, Fehlschuss. Schweden. Schweden ist die neue Nummer 3. Kommen die Favoriten Russland, Norwegen jetzt endlich zur Potte. Ja, Norwegen macht sich auf die Strecke. Mit fast 20 Sekunden Rückstand und dann Österreich. So schnell kann es gehen. Vom dritten Platz zurückgefallen auf den... Ja, warten wir es mal ab, wo Österreich liegt. Ich schätze so, ja, fünfter, da sind sie. Fünften Platz, 2 Plätze verloren, aber toll gemacht von dem Youngster im Feld, dem Shootingstar Peter Sendl. Schauen Sie sich nur die Ergebnisse an. 66. in Lillehammer. 21, 29, 33, 41. Das waren nicht die Ergebnisse, die er sich selbst auch zugetraut hatte. Und dann Antholz, da macht es Klick in der Rübe. 8., 5. Olympiatickets und Staffel. All das an einem Wochenende. Wie muss es dem Jungen gut gehen? Und Italien mit immer noch großen Problemen. Also Italien können wir streichen aus der Hoffnung, heute hier nochmal was Entscheidendes zu bewegen. Da müssen sie jetzt nochmal nachladen. Das wird nichts mehr. Da müsste sich schon bei den folgenden Läufern sehr viel ändern. Also der vorletzte oder drittletzte Platz, sicherlich völlig ungerechtfertigt. Italien, nochmal dritter und vierter Platz. Ah, so, Oleg Ryschenkov hat Peter Sendl überholt, hat den deutlichen Vorsprung wettgemacht. Ist das eine Konditionsfrage? Oder haben die Betreuer Peter Sendl auf der Strecke gesagt, lass den Russen vorlaufen, lass ihn und setz dich ihm an die Fersen. Nichts
dass du dich zu sehr verausgabst und dann auf den letzten 2,5 Kilometer nach dem zweiten Schießen zusammenbrichst mit der Kondition. Mag eine taktische Frage sein, denn es folgten ja noch Sven Fischer und Frank Luck als routinierte Staffelläufer. Schweden, Frankreich, Russland erst auf dem 7. Platz mit fast 40 Sekunden Rückstand. Noch hat das Feld nicht so sehr auseinandergespult. Noch wäre fast alles drinnen, dass sich nochmal alles ändert. Eine Minute kann sich mit noch zwei Läufern durchaus ändern. Wir haben die Hälfte der Staffel fast geschafft. Und eine Vorentscheidung wird dann mit den nächsten Läufern fallen. Eine Sekunde Vorsprung für Weißrussland, das ist schlichtweg Windschattenfahren. Bombenstimmung in Antholz bei der Staffel der Herren, der letzten Staffel vor den Olympischen Spielen. Das Publikum setzt sich fast halbe halbe aus deutschen und italienischen Fans zusammen. Biathlon erfreut sich ja einer wachsenden Fangemeinde, ist mittlerweile vom Zuschauerinteresse fast mit Alpin gleich auf. Das ist auch sicherlich verständlich, weil es wird ja spannend hier gemacht am Fernsehen. Meine Güte, wir haben immer den Anschluss, wir haben immer die Zeiten, wir haben den Überblick beim Schießen. Eine sehr fernsehwirksame Sportart. Oleg Ryschenkow in Führung vor Peter Sendl. Peter Sendl bleibt dran. Läuft mir aber nicht ganz so relaxed wie Oleg Ryschenkow. Kämpft eher ein bisschen, während es spielerisch bei dem Weißrussen aussieht. Ja, und da kommt Norwegen mit Hallvard Hannevold, der Student aus Trondheim. 28 Jahre ist er alt und wie gesagt hat das Einzel gewonnen. Gestern 9. geht also hoch motiviert hier auf die Strecke. Und wir kommen zum zweiten Schießen. Anstieg nach dieser Unterführung. Da geht es dann gleich in die Sonne hinein. Jetzt da ist es schon. Frankreich hat sich jetzt auf jeden Fall sicher vor Norwegen geschoben. Auf dem 3. Platz derzeit. Und jetzt heißt es wirklich zittern und mit Fiebern. Da stehen schießen, das trennt doch immer die Spreu vom Weizen. Gerade nach jetzt der Strecke, nach diesem Anstieg, stehend das Gewehr ruhig halten können auf diese 50 Meter Distanz. 3,5 Kilo, halten Sie mal 3,5 Kilo mit der halb ausgestreckten Armen möglichst ruhig. Das ist wesentlich schwerer als beim Liegen, wo sich eingehakt werden kann. Und dann diese 11,5 cm großen Scheibchen treffen. Peter Sendl. Nummer 1. Weißrussland verfehlt. 2. Sie hören es fast am Mitgrölen der Leute. Sensationell schnell schießt er. Kein Fehler für Deutschland bisher bei dieser Staffel. Alle Läufer schießen fehlerfrei. Was für ein Tag, wenn das jetzt noch Sven Fischer und Frank Luck bestätigen, dann ist das wirklich die Olympiaform, die wir von der deutschen Staffel erhoffen und erwarten. Riesen Vorsprung, Fehlschüsse, 2 an der Zahl bei Weißrussland. 3 sogar, das heißt, er muss 3 Runden laufen.
Pardon, da habe ich mich verguckt. Das war der Russe, der ist aber noch am Schießen. Unten habe ich gemeint mit drei Fehlschüssen. Weißrussland trifft nicht, trifft einfach nicht. Geht aber auf die Strecke mit einer schwarzen Scheibe, das heißt, er muss eine Runde laufen. Russland geht auch auf die Strecke, auch mit einer Strafrunde. So kann es gehen. Weißrussland als Führender ist er an den Stand gekommen, Oleg Grushenkov, und total verspult. Mit acht Schüssen hat es nicht geschafft, fünf Scheiben zu treffen, hat nur vier getroffen und ist im Moment auf dem 7. Rang. Wenn Sie jetzt hören Thomas Sikora, dann lassen Sie sich nicht verwirren. Da gibt es auch einen, wie gesagt, hier beim Biathlon. Das ist ein Pole, allerdings Tomasz Sikora. Also nicht der Slalomläufer, der hier noch ein extra Training absolviert. Slowenien geht auf die letzten 2,5 Kilometer, bevor es zum nächsten Wechsel kommt. So, die restlichen können wir jetzt schön langsam unter einen Schlussstrich setzen. Ich denke mal, dass sich da Japan, Kanada, Großbritannien, USA nicht mehr allzu weit nach vorne steht. Island, na, das wird nichts mehr bei dem. Mitfiebern heißt aber noch mit Italien. Er müsste jetzt einiges... Oh, Fehlschuss. Noch ein Fehlschuss. Jetzt sehen Sie es. Jetzt wird die Patrone genommen und es muss einzeln nachgeladen werden. Er kann jetzt nicht einfach zwei Patronen reinschieben und im Rhythmus durchschießen. Auch das ist schwierig. Immer wieder abzusetzen, neu anzusetzen und dann vor allem sauber zu treffen. Hätte noch eine Patrone gehabt, muss also nicht in die 150 Meter Strafrunde gehen. Italien noch mit der Chance, den Anschluss zu schaffen, wenn die Folgeläufer sauber hinter sich bringen. Peter Sendl jetzt auf den letzten 1200 Metern, bevor es durchs Ziel geht. Er hält sich wacker. Toll, was der 25-Jährige hier leistet in Antholz. Und bevor es zur Übergabe geht auf Sven Fischer, machen wir noch mal eine kurze Pause und sind dann gleich zurück. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück in Italien und willkommen zurück bei der Staffel der Herren, der letzten Staffel vor den Olympischen Spielen. Wir sind beim zweiten Läufer, bei Peter Sendl, der nach Rico Groß auf die Strecke gegangen ist, und die Mannen in Grün sind im Moment ganz, ganz klar in Führung. Noch kein Fehler, Sie sehen es, 0-0 für Peter Sendl, 0-0 für Rico Groß. Sensationell die Leistung bisher. Da sehen Sie im Bild Sven Fischer, er macht sich bereit. Es ist jetzt gleich soweit, dass der dritte Läufer auf die Strecke geht und dann fallen die Vorentscheidungen. Bis jetzt ist noch alles möglich, auch für Italien, den ich ja immer noch zutraue, unter die besten fünf zu laufen, obwohl sie im Moment so, ja, um den achten Platz herum kämpfen. Einzel und allein läuft Deutschland vorne weg. Jetzt geht es den Anstieg hinhoch, dann rechts einordnen und zum Ziel, wo die Übergabe stattfindet, wieder durch Abklatschen auf Sven Fischer. Da steht er und wartet. Schaut, wo bleibt er? Abgeschlagen Weißrussland beim 4. Schießen. Oleg Grushenkov dreimal nicht getroffen, musste nachladen und zurückgefallen auf den 4. Platz. Deutlich souverän. Das muss jetzt Sven Fischer nur halten und dafür ist er natürlich der routinierte Läufer. Sven Fischer ja immer als dritter oder vierter Läufer auf der Strecke. Bei den ersten zwei Staffeln als vierter, jetzt bei den letzten zwei Staffeln als dritter. Und Norwegen kommt. Norwegen, die Zweiten, die es schaffen, die Übergabezone
zu durchfahren. Und so schnell kann sich's ändern. Am Anfang waren sie noch Siebter. Jetzt sind sie Zweiter und nach meiner Meinung immer noch die Titelfavoriten für heute. Zwei Staffeln haben die Norweger schon gewonnen. In Kontulati waren sie zwar nur Zehnte, aber das war so ein bisschen Probe vom norwegischen Trainer, wer vielleicht noch mit der Staffel mitfahren könnte. Die Stammbesetzung hat bisher immer gewonnen und die fährt auch heute. Jetzt das Feld. Weißrussland hat wieder aufgeholt, zwei Plätze, Schweden überholt und hat sich hinter Frankreich eingereiht. Frankreich auf dem dritten Platz. Ah, bleibt zu bezweifeln, ob sie das konditionell durchhalten können. Vierter, siebter, elfter, die Plätze für das französische Staffelteam. Österreich, sechster Platz. Da könnte sich noch was tun. Österreich hat hier vor allem den Vorteil, dass sie mit dieser Stammbesetzung konsequent fast durchfahren. Wolfgang Perner auf der 1 und Wolfgang Rottmann auf der 4 als Schlussläufer. Günter Denk und Reinhard Neuner, der jetzt auf die Strecke gesteckt wird mit dem gelb hinterlegten Trikot. Die werden immer mal zwischendrin angetestet, aber die Staffel steht im Prinzip 18 Sekunden. Ah, was ist das für ein Vorsprung auf Norwegen? Sieht sehr gut aus und von Sven Fischer wissen wir, den Vorsprung kann er auf jeden Fall halten bis zum Schießen. Und beim Schießen werden wir es dann sehen. Liegend dürfte gut bei ihm gehen. Stehend, da möchte ich mal jetzt noch ein hoffnungsvolles Fragezeichen davor setzen. Die erste Abfahrt hinunter. Wo bleibt Norwegen? Da sehen Sie mal, wie viel 18 Sekunden sind. Das sind fast 150 Meter Rückstand. Die Betreuer hier auf der Strecke geben den Läufern, während sie hier über diese Kuppe hinüberfahren, Informationen. Wie steht ihr? Was könnt ihr schaffen? Ich würde ihm zum Beispiel sagen, halte die Geschwindigkeit. Du schaffst Sven Fischer eh nicht. Verausgabe dich nicht. Oder er sagt ihm, du packst ihn jetzt auf der Abfahrt. Das ist nicht allzu weit weg. Sie sind, die Betreuer, ja an mehreren Stellen positioniert, untereinander mit Funk verbunden und der Cheftrainer meistens sogar mit Laptop und Fernrohr bewaffnet, um genaueste Analysen zu betreiben und die Informationen weiterzugeben. Hightech an der Biathlonstrecke. Übergabe des italienischen Teams. René Katarinussi jetzt auf der Strecke für Italien. Wir sehen aber Russland, die sich langsam nach vorne arbeiten. Schon zwei Plätze haben sie gut gemacht. Russland ist ja mittlerweile mit Pavel Rostovtsev unterwegs und diese Staffel hat ja schon mit ihm als Schlussläufer mal gewonnen. Als er den dritten Läufer gemacht hat, war sie Dritte. Das heißt, damit will ich Ihnen sagen, der Mann hat auf jeden Fall Format für die Staffel und wird jetzt sicherlich noch zwei Plätze gut machen. Dann können wir auch im Finish mit Russland rechnen. Sven Fischer aber unangefochten weiterhin mit Vorsprung. Und da sehen Sie auch den Unterschied zu Peter Sendl vorher. Er läuft wesentlich lockerer, wesentlich entspannter, kann die Geschwindigkeit wesentlich ruhiger halten. Er trainiert ja, möchte mal sagen, im fast ewigen Eis oben in Norwegen, zusammen mit seiner Lebensgefährtin, die ja Norwegerin ist. Hinein in die Hocke, kurz ausruhen, dann durch die Unterführung, durch Anstieg schießen. Das jetzt, das was ansteht. Hindurch, hinein in die Sonne und dann gilt es, das Liegenschießen. Das dürfte klappen bei Sven Fischer.
und 19 Sekunden. Damit kann er sich einmal nachladen auf jeden Fall leisten, wenn er schnell ist. Und Sven Fischer schießt schnell, wären sogar zweimal nachladen drin. Der Vorsprung deutlich, deutlich, deutlich. So, das deutsche Team muss auf Bahn 6, sehen wir eine Startnummer. Klappe auf, Sven Fischer ja auch einer der wenigen, die ohne Brille fahren. Brille mittlerweile fast Standard bei allen Läufern und er fährt ohne Handschuhe. Das machen ein paar Läufer, gar nicht mal wenige, weil sie sagen, der Griff zur Waffe ist einfach dann fester. Sauber hinlegen. Oh, Norbert Bayer beobachtet durch das Zielfernrohr. Sie sehen jetzt das Funkgerät in der Hand, wo er die Information dann sofort weitergibt. Treffer. Zwei. Norwegen noch nicht mal angefangen. Drei. Vier. Noch immer kein Schuss von Norwegen. Und Sven Fischer ist wieder auf der Strecke, bevor Norwegen den ersten Schuss abgegeben hat. Und der erste Schuss ist auch noch ein Fehlschuss. Einmal nachladen also für Norwegen. Der zweite Platz ist in Gefahr für Andresen. Frode Andresen. Der zweite vom gestrigen Tag. Doch keiner ist auf der Strecke. Wer wird die neue Nummer 2? Schafft Weißrussland jetzt den Anschluss wieder? Norwegen ist fleißig am Nachladen. Oder andere sind. Schafft es nicht. Frankreich. Frankreich. Der Verfolger in Anführungszeichen mit 40 Sekunden Rückstand. Norwegen ist zwar vom Schießstand weg, aber muss in die Strafrunde. Das heißt, Norwegen hat alles wieder verloren, was sie aufgeholt waren. Da haben sie auf dem 7. Platz angefangen, sich auf den 2. Platz vorgekämpft und jetzt beim 3. Läufer sind sie wieder zurückgefallen. Werden wir sehen, wie weit das wird nach der Strafrunde. Weißrussland ist wieder im Rennen, sind wieder dran, eine Minute Rückstand auf Sven Fischer und dann Schweden, Norwegen. Wir fragen uns, wo bleibt Italien? Hat Italien heute noch eine Chance, das italienische Team? Nachdem sie immer noch nicht am Stand sind, sage ich schon jetzt mal vorzeitig, das wird keine Top-Platzierung mehr. Die Serie der Italiener mit dritter, vierter Platz ist unterbrochen. Frankreich, das französische Team, was können wir dazu sagen, die jetzt auf einmal dabei sind. Sie starten mit einer neuen Kombination, das heißt, sie haben auch ihre Staffelformation für die Olympischen Spiele noch nicht gefunden. Mit dabei natürlich Andreas Heimann, der konsequent so um den 20. Platz eingepegelt hat. Raphael Poirier, der mit Rico Gross immer um die Weltcup-Gesamtführung kämpft. Und dann Thierry Dessert und Julien Robert, zwei neue Läufer auf der 3 und der 4. Werden wir sehen, was die halten. Raphael Poirier hat auf jeden Fall diesen Vorsprung oder diesen Platz 2 rausgelaufen. Was sie jetzt draus machen, werden wir sehen. 40 Sekunden waren es nach dem zweiten Schießen. Ausgebaut oder gehalten? Das kann uns jetzt nur die Zeit sagen. Ja, eindeutig ausgebaut. Sven Fischer hat nochmal draufgelegt. Thierry Dessert, der Franzose. Kommt da nichts ran. Weißrussland allerdings ist jetzt mit einem sehr, sehr starken Läufer unterwegs. Ein Urgestein im Biathlon.
Bereits seit 81 ist Alexander Popov mit dabei. Zweiter war Rein Kontulati als Schlussläufer, Achter als Zweiter. Jetzt läuft er auf der dritten Position und er gilt als Konditionstier, der Soldat aus Minsk. Also Attenzione Weißrusslands. Kommen hinter Frankreich. Österreich mit Reinhard Neuner auf dem 8. oder 9. Platz. 9. war es, wenn ich das richtig gesehen habe, ja. Studie von Sven Fischer. Hinein in die Morgensonne, denn die Sonne ist hier relativ spät in diesem Tal aufgegangen. Und da hat er noch Reserven. Da sehen Sie es, das läuft noch leicht dahin. Und hier sehen Sie auch mal in der Einstellung, wie schnell das ist. Ich sage Ihnen, auch wenn Sie gut Skifahren können und noch nicht so auf diesen Skating-Schienen gestanden haben, da fahren Sie diese Abfahrt nicht runter. Das verspreche ich Ihnen. Das geht dermaßen runter. Und man hat ja keine Kanten. Man kann da nicht sauber in die Kurve fahren und die Kurve schneiden, sondern man muss übersetzen, um die Kurve zu kriegen. Und ja, da hebt es dann schon ganz schön aus ein paar Mal, bevor man das erste Mal in dieser Geschwindigkeit schafft. Und apropos Geschwindigkeit, ja auch das Material ja mittlerweile beim Biathlon sehr, sehr wichtig geworden. Nicht nur die verschiedenen Systeme beim Schießen, um möglichst wenig Unruhe hineinzubringen. Wie wird nachgeladen? Auch natürlich das Präparieren der Ski. Das ist mittlerweile eine Philosophie für sich geworden, wie beim Alpinen. Thierry Duserre. Hier im Bild, links im Bild, mit dem gesprenkelten Anzug. Und davor natürlich Norwegen, die roten Blitzer. Wir sind beim Stehenschießen von Sven Fischer und das ist jetzt das, was ich mit dem hoffnungsvollen Fragezeichen markiert habe. Klappt jetzt sauber durch. Wir haben die Einblendung jetzt nicht dabei, aber wir hören die Leute jubeln. Oh, er schießt sehr gut. Muss einmal nachladen, das erste Mal nachladen für das deutsche Team. Und jetzt sehen Sie, läuft die Zeit. Kostet ihn ungefähr 10 Sekunden. Trifft aber jetzt und kann wieder auf die Strecke gehen. 2,5 Kilometer sind sie jetzt noch. Einmal die große Runde. Und dann wird er auf Frank Luck, dem Schlussläufer, übergeben. Jetzt die Frage, wie macht Alexander Popov. Direkt neben ihm Norwegen mit Frode Andresen und der Franzose. Wer übernimmt Platz 2 und Platz 3? Das kann sich jetzt klären. Popov einmal daneben geschossen, muss nachladen und da sehen Sie in dieser Einstellung, was für ein Irrsinnstier dieser Mann ist. Der 32-jährige Urbiathlet, kann man fast sagen. Seit 81 läuft er und hängt sich auf die 2 und Norwegen hat wieder aufgeholt. Das Up and Down des norwegischen Teams bei dieser Staffel ist ja
Schier unglaublich. Siebter Platz, zweiter Platz, neunter Platz, zweiter Platz. Sie kämpfen sich immer wieder dran und Rode Andresen hat den Anschluss wieder erkämpft. Zweiter Platz und das bei zwei Fehlschüssen. Frankreich noch mit null, aber erst auf dem vierten Platz. Konditionell nicht so stark. Thierry Buzer. Wir werden sehen, was dann noch Julien Robert als Schlussläufer zeigen wird. Was macht Reinhard Neuner? Muss nochmal nachladen. Nochmal nicht getroffen. Nochmal nachladen. Das ist diese Schwierigkeit. Wenn man wie im Rhythmus ist, wie Sven Fischer, kann sauber durchgeschossen werden. Zack, 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 zack. Fünf Schuss hintereinander. Immer nur das Gewehr leicht versetzt. Muss aber abgesetzt werden. Muss nachgeladen werden. Muss mal komplett neu angesetzt werden. Und das ist das Problem, das im Moment Reinhard Neuner, der Österreicher, hat. Sven Fischer deutlich vorne weg. Frank Luck wird sich jetzt im Ziel für Sven Fischer an den Start begeben. Und während sich Sven Fischer auf die Abfahrt hinunter begibt, die letzten 1200 Meter vor sich hat, bevor es zur Übergabe geht, warten wir darauf, wann Popov kommt. Wo bleibt Popov? Wo bleibt Rode Andresen? Wie viel Vorsprung hat Sven Fischer und kann Frank Luck mit auf die Strecke geben? Das werden wir gleich beantworten und werden sehen, wie sich Frank Luck hält. Der Biathleten der Herren in Antholz und sind zurück mit einer klaren Führung für Sven Fischer. Hier im Bild, das ist die letzte Strecke, bevor es auf Frank Luck, dem Schlussläufer der deutschen Staffel, übergeht. Peter Sendl heute als erstes Mal dabei gewesen, nach seinen hervorragenden beiden Auftritten hier in Antholz. Er ist mit dabei in Olympia, hat beim der letztmöglichen Chance das Olympia-Ticket gelöst, beim Einzel am Donnerstag, und wurde somit gleich von Norbert Bayer in der Staffel getestet, und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Kein Fehler beim Schießen, sauber durchgelaufen hat sich von Oleg Ruzhenkov, dem Weißrussen, durch die Strecke durchziehen lassen und auf den letzten 2,5 Kilometer einen Vorsprung rausgelaufen. Tolle Taktik von dem Staffelneuling Peter Sendl, von der jetzt Sven Fischer natürlich profitiert hat. Jetzt geht's diesen Anstieg hinauf. Sind jetzt noch ungefähr 400 Meter bis zur Übergabe. Norwegen mittlerweile oder Andresen vor dem Weißrussen, ja. Kurve an dieser Skulptur vorbei und dann dürften wir schon Frank Luck gleich im Bild haben. Ein Fehlschuss von Sven Fischer, sonst durchweg eine Null. Hervorragende Leistung. Und Frank Luck, der jetzt auf die Strecke geht, hat sich ja als Schlussläufer bereits bewährt. In Ruhpolding war ebenfalls Schlussläufer, da wurde die Staffel ja Zweiter. Und so denke ich, wird er seinen Platz bei den Olympischen Spielen als Schlussläufer langsam haben. Da haben wir Norwegen gerade im Bild gehabt mit, ja, hier sind sie, mit den doch sehr unterschiedlichen Schießleistungen, und trotzdem haben sie sich auf den zweiten Platz vorgelaufen. Es gibt im Moment keine Nation beim Biathlon, die so stark läuft wie das norwegische Team. Auf der gesamten Strecke 1-2 Minuten schneller als die anderen, allerdings mit Problemen beim Schießen. Nach Frode Andresen wird jetzt Ole Einar Bjørndalen, den wir jetzt hier sein Bild mit dem blau hinterlegten Trikot
die letzten 7,5 Kilometer übernehmen. Doug Bjørndal nicht dabei gewesen bei dieser letzten Staffel. Dafür Halvard Hannevold dabei gewesen. Gefolgt, unmittelbar gefolgt von Weißrussland, Alexander Popov übergibt an Vadim Sachurin. War bei den ersten beiden Staffeln. Der dritte ist das erste Mal in dieser Saison der Schlussläufer. Also es wird fleißig hin und her probiert. Die einzige Staffel, die eigentlich ziemlich sicher steht, ist die italienische. Mit Favre, Palhuber, Katarinussi und Carrara. Die vier sind fest. Aber Italien heute nicht in der Form, die wir gewohnt sind. Russland, Frankreich, die nächsten beiden bei der Übergabe. Für Russland geht Pavel Muslimov auf die Strecke, hat die letzten beiden Staffeln nicht mitgelaufen. Und Julien Robert. Julien Robert übernimmt das Schlusslicht der Franzosen. Ein gewagtes Manöver von dem französischen Trainer, der Julien Robert ausprobiert, denn er war noch nicht unter den besten 30 in dieser Saison. Will ihn aber auf jeden Fall getestet haben. Österreich auf dem 8. Platz nach Reinhard Neuner. Jetzt Wolfgang Rottmann auf der Strecke, der ja mit Wolfgang Perner, die beiden Wolfgangs haben ihre Position fest in der Staffel, das heißt, wir werden bei den Olympischen Spielen Wolfgang Rottmann, den wir jetzt auf der Strecke sehen, auf der 4 auch haben. Und Wolfgang Perner, da bin ich mir sicher. Die haben die ganze Saison auf der 1 und der 4 durchgelaufen. Also wird das auch bei den Spielen so bleiben. Deutlich noch der Vorsprung. Frank Luck hat sogar ein bisschen ausgebaut. 5 Sekunden nochmal draufgelegt. Dann erst Ole Einar Bjørndal. Ole Einar Bjørndal den Sprint gestern gewonnen. Ja, er ist jetzt schön im Bild. Und Frank Luck hat nochmal was draufgelegt. Nochmal 5 Sekunden. 1,14 mittlerweile der Vorsprung. Das würde reichen für einen komplett verhunzten Schuss. Stopp, Skistopp am Skistand. Er hat mittlerweile ein recht angenehmes Polster und man rechnet so fürs Nachladen 12 Sekunden, 12, 15 Sekunden und da wäre sogar noch eine Strafrunde drinnen. Frank Luck in der Studie als Führender der Männerstaffel in Antholz und Sie sehen, wie kraftvoll er fährt, da ist auch deutlich der Unterschied der Läufer jetzt in diesen Einstellungen immer zu sehen. Peter Sendl, der kämpferische, Sven Fischer, der leichte, beflügelte und Frank Luck, der kraftvolle Fahrer. Irrsinnsvorsprung, 1,25 Minuten. Vor Weißrussland oder Norwegen. Die geben sich dauernd Platz 2 oder 3 in die Hand. Norwegen. Norwegen im Moment wieder auf der 2 mit Ole Einar Bjørndal, der so irrsinnige Laufleistung gestern gezeigt hat. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, reicht die Kondition? Nachdem er gestern nicht so perfekt geschossen hat und sehr viel durch läuferische Leistung gut gemacht hat. Ob er dann heute überhaupt noch diese Pumpe hat, nachdem er nur eine Nacht drüber geschlafen hat. Links einordnen für Frank Luck. Liegen schießen, das steht für ihn jetzt als nächstes. Auch er läuft ohne Brille. Markenzeichen ist aber dieses
neongelbe Mützchen von Frank Lupp. Die Klappe sehen Sie jetzt auch geöffnet, der Schutz, damit es nicht hineinschneit. Jetzt wird sich eingehakt und das Gewehr an die Schulter gezogen. Er justiert nochmal am Visier nach. Zweiter Schuss nicht getroffen. Dritter Schuss nicht getroffen. Wirft er jetzt. Muss er schon dreimal nachladen. Und das reicht jetzt gerade nochmal, bis der Weißruss an den Stand kommt. Jetzt müsste er aber treffen, sonst wird es kritisch, ob der Vorsprung nicht weg ist. Da ist Norwegen. Norwegen ist am Schießstand. Jetzt diesen Schuss treffen, dann ist alles gut. Dann bleibt Deutschland weiterhin in Führung. Trifft, jawohl, keine Strafrunde. Dreimal hat er nachladen müssen. Acht Schuss hat er gebraucht für diese fünf Scheiben. Einer noch und er hätte in die Strafrunde gehen müssen. Und dann wäre Norwegen vorne gewesen. Norwegen allerdings auch schon mit einmal nachladen dabei. Und jetzt hängt natürlich auch an Vadim Sacharin, wie er das jetzt durchzieht. Visiert lange an. Norwegen geht auf die Strecke. Mit wie viel Vorsprung vor dem Weißrussen? Von dem laufstarken Weißrussen, der einmal nachladen muss. Jetzt sehen Sie es, wird nachgeschoben. Der Vorsprung von einer Minute und 16 Sekunden ist auf 31 Sekunden zusammengeschoben. 45 Sekunden hat Frank Lupp beim ersten Schießen verloren. Das wird nochmal ganz, ganz spannend zum Finish hin. Denn wir wissen, Ole Einar Bjørndal, ein laufstarker Biathlet, der sich zwar nicht so durch Kraft wie der Weißrusse hier auszeichnet, aber durch Technik. Ein sehr, sehr schöner Gleiter. Und so könnte er durchaus an Frank Lupp rankommen. Und von dem Weißrussen wissen wir, von Vadim Sacharin, der hat so viel Kraft, der hat so viel Energie, der schiebt auch nochmal ran. Diese drei dürften heute den Sieg unter sich ausmachen. Den Anschluss hält Frankreich. Julien Robert ohne Fehler durchgekommen. Russland heute genauso mit großen Problemen wie Italien, die ihre standardmäßigen Top-Platzierungen heute nicht erreichen werden. Was macht Österreich? Was macht Wolfgang Rottmann? Trifft in Folge sauber. Fehlschuss für Österreich. Muss nachladen. Aufholjagd gestoppt für die Österreicher, gestoppt durch Wolfgang Rottmann. Wäre vielleicht noch ein Platz mehr drin gewesen, jetzt wenn sauber beschossen worden wäre. Und das ist das, was ich angekündigt habe, er kann gleiten wie vom anderen Stern. Ole Einar Bjørndal hat mittlerweile die 31 Sekunden auf Frank Lupp innerhalb von einem Kilometer aufgeholt und ist ihm jetzt auf den Fersen. Oh. Das wird nochmal ganz, ganz spannend. Das weiß auch der norwegische Betreuer hier, der ihm sagt, bleib dran, du packst ihn. Das wird sich jetzt beim Stehen schießen entscheiden. Nicht gerade, ich will nicht sagen, nicht eine Stärke von den Deutschen, aber ein ganz kleiner Schwachpunkt. Das Stehenschießen, da kann sich nochmal was ändern. Vadim Sacharin, Rückstand 1:03. Aber Sie sehen, mit welcher Kraft er da an den Stöcken schiebt und auf diese Abfahrt geht. Der Stand
Deutschland, Norwegen, Weißrussland, Frankreich, doch schon deutlich abgeschlagen. Deutschland, Russland, Deutschland, Norwegen und Weißrussland, diese drei werden es heute unter sich ausmachen. Wenn da nicht nochmal was ganz Entscheidendes passiert, allerdings wer von den dreien, das ist noch völlig offen. Wir sind bei rund 4 Kilometern. Und Frank Luck im Bild. Kraftvoll, souverän, der Aufstieg übrigens, der Mann, der ihm da auf den Fersen ist, das ist nicht Norwegen, wie ich vorhin vermutet hatte, dass der schon so weit aufgeholt hatte. Verwirrend, dass die Anzüge so gleich sind. Nein, nein, das ist der US-Amerikaner Rob Rosser, den Frank Luck mittlerweile schon überrundet hat. Das heißt, die liegen eine ganze Runde hinten. Norwegen mit einer halben Minute Rückstand. Da wird sich Ole Einar Bjørndalen noch ein bisschen rankämpfen an Frank Luck. Zum einen, weil Frank Luck ja niemanden hat, der ihn vorne zieht, bei dem er im Windschatten fahren kann. Und zum anderen, weil der Norweger ja bekannt dafür ist, dass er aufholen kann. Wir sind kurz vorm zweiten Schießen. 400 Meter noch. Und dann werden wir zittern. Zittern und schauen, was aus dem Vorsprung übrig bleibt. Das ist jetzt die Entscheidung. Wenn Frank Luck sauber durchschießt, ohne Fehler, dann dürfte sich da nicht mehr tun und es wäre der erste Staffelsieg für Deutschland in diesem Weltcup, dieser Weltcup-Saison und natürlich die optimale Motivation für die Olympischen Spiele, denn dies ist die letzte Staffel vor dem Spiel. Das ist, wenn das Wörtchen wendig wäre. Er muss jetzt auf die Bahn 6. Das ist nicht wie beim Einzel oder beim Sprint, dass man sich die Bahn aussuchen kann. Er muss Startnummern entsprechend. Wird jetzt 3 Patronen rausnehmen, die in diese Schale legen. Das Magazin laden. Beim ersten Mal musste er 3-mal nachladen. Was macht er jetzt? Treffer, Treffer. Norwegen ist am Stand, einmal nachladen, das wäre zu schaffen. Hängt davon ab, wie jetzt Ole Einar Bjørndalen schießt. Fehler. Aufatmen beim Norbert Bayer, im Bild gerade gesehen. Norwegen muss nochmal nachladen. Und Frank Luck ist auf dem Weg zum ersten Staffelsieg für Deutschland. Welchen Vorsprung nimmt er mit? Ist es über 30 Sekunden? Dann denke ich mal, hat auch ein Norweger, ein laufstarker Norweger da keine Chance mehr. Ja, es wird auf jeden Fall mehr. Ole Einar Bjørndalen Pech gehabt hier beim seinem zweiten Schießen, beim insgesamt 8. Schießen als Schlussläufer, ja, geht jetzt erst auf die Strecke. Über eine halbe Minute, weit über eine halbe Minute. Und auch der Weißrusse war dem Sascherin mit Problemen. Was für ein Vorsprung, 41 Sekunden, fast 42 Sekunden. Also wir können uns schon mal zurücklehnen, durchatmen. Jetzt sind es noch 2,5 Kilometer, die Frank Luck nicht mehr zum Problem werden dürften. Und dann ohne großes Finish ein souveräner Staffelsieg für Deutschland hier in Antholz werden dürfte. Antholz, der 5. Weltcup-Austragungsort und für das deutsche Team durchaus erfolgreich geworden. Peter Sendl
als Fünfter im Boot der Olympioniken aus Deutschland mit dabei. Mit seinem 8. und 5. Platz hat er die Qualifikation geschafft und hat heute nach meiner Meinung auch einen sehr guten Staffelauftritt gehabt. Schafft's. Was jetzt auf jeden Fall spannend wird, ist jetzt noch die Frage nach Platz 2 oder 3. Wie ist der Unterschied zwischen Weißrussland und Norwegen? Nochmal 20 Sekunden, nein, 1 Minute 20 drauf. Die ersten drei dürften somit feststehen. Deutschland, Norwegen, Weißrussland. Und dann das Feld. Van Gluck, er kann jetzt relativ gelassen auf die letzten 1300 Meter gehen, die es ab dieser Stelle noch ungefähr sind. Ole Einar Bjørndalen jetzt am Anstieg und wir wissen, 41,8 hatte er nach dem zweiten Schießen. Was kann er aufholen als konditionsstarker Fahrer? Als, ja, immerhin 4 Sekunden hat er aufgeholt. Das ist das, was die Norweger auf jeden Fall können. Den Vorsprung langsam schrumpfen lassen, aber es wird nicht mehr reichen. Zurück zum Schießen und ein Sprung zum italienischen Läufer. Ukraine, Slowenien ohne Chance, auch Japan wird nichts bewegen. Österreich auf dem 8. Platz, da könnte sich vielleicht noch etwas dran ändern. Sie sehen nur der siebte Platz nur 4 Sekunden entfernt. Und Wolfgang Rottmann, durchaus konditionsstarker Schlussläufer. 7-4-5, das waren die Platzierungen der Staffel für Österreich in diesem Jahr. Also, 7. Platz wäre da noch drin. Der Schlussläufer des italienischen Teams, ja, ist das erste Mal am Schluss, Pier Alberto Carrara, normalerweise die Nummer 3, und René Catarinussi ist der Schlussläufer, der aber sehr schlecht gestern gelaufen ist, daher hat der italienische Trainer diesen Wechsel vorgenommen. Fest steht für das italienische Team Wilfried Pallhuber und Patrick Favre, das müssten die ersten zwei auch bei den Olympischen Spielen sein. Van Gluck jetzt schon mit dem fast sicheren Gewissen gleich gewonnen zu haben. Es geht jetzt hier noch diese Abfahrt hinunter, dann noch ein kurzes Waldstück, ein Anstieg, eine Rechtskurve, die Zielgerade, dann ist Van Gluck im Ziel, das sind noch ungefähr knapp 1000 Meter. Und dann ist es perfekt. Der erste Staffelsieg der grünen Flitzer des DSV Biathlon Teams. Und somit optimal hingebracht von Norbert Bayer, dem Nationaltrainer für Olympia. Nach einem zweiten, nach einem fünften und nach einem zweiten Platz die Topform genau richtig erreicht, kurz vor den Olympischen Spielen. Sie sehen es eingeblendet, die beiden ersten, Rico Groß und Peter Sendl, fehlerfrei gelaufen. Sie haben die Basis gelegt. Sven Fischer hat ausgebaut und Van Gluck fährt es jetzt ins Ziel. Platz 1 für das deutsche Staffelteam. Die Unmengen Zuschauer, die hier angereist sind, vor allem aus Ruhpolding, 300 Kilometer ist das weg, feiern. Van Gluck mit der Hand oben, jetzt noch diese Rechtskurve, dann vorbei. Ach,
das kann schön sein. Nimmt die Fahne und mit diesem Bild hinein ins Ziel. Souverän der Vorsprung. Deutschland gewinnt in Antholz den Staffelbewerb. Mit Rico Groß, Peter Sendl, Sven Fischer und Frank Luck, der eigentlich relativ relaxed hier ins Ziel kommt, hatte nicht mehr großen Druck, wusste, er hat deutlichen Vorsprung. Zweiter Platz für Norwegen und Ole-Einar Bjørndalen blickt sich auch um und weiß, dass Vadim Sascherin ihm nicht auf die Fersen ist, kann also auch relaxed ins Ziel rutschen. Händedruck mit Frank Luck nach dem Sieg in der Staffel von Ruhpolding, jetzt also Platz 2. Das heißt, diese beiden Teams werden es auf jeden Fall sich gegenseitig schwer machen. Norwegen und Deutschland, merken wir es uns vor für die Olympischen Spiele. Beide in Topform. Die Weißrussen heute mit Problemen, vor allem Oleg Ruzhenkov hatte da die Sache etwas verpatzt. Und auch bei dem Sascherin mit, Sie sehen, eine 4, das heißt 4 Fehler. Er musste also einmal in die Runde, die Strafrunde, in die 150 Meter reinlaufen. Und trotzdem diese starke Zeit, also sie machen immer einiges wett, was sie beim Schießen vergeigt haben, die Weißrussen. Durch ihre Laufstärke. Dritter Platz für die Staffel aus Weißrussland. Schlussläufer Vadim Sascherin im Moment im Ziel. Völlige Erschöpfung, ganz klar. Wir haben es gesagt beim weißrussischen Team, sie mussten alles durch Laufstärke wettmachen. Und Frankreich auf dem 4. Platz, das beste Ergebnis für das französische Team. 4. waren sie zwar in Östersund, aber dann kam Platz 12 und Platz 7. Und die beiden Neuen in der französischen Staffel haben sich bewährt, auf jeden Fall. Thierry Buzer und Julien Robert. Beide nicht die Topläuferinnen im Einzel und im Sprint, aber der französische Trainer hat gesagt, okay, er probiert das mal aus, nimmt sie zu Andreas Heimann und dem ganz starken Zugpferd Raphaël Poiré mit hinzu. Und so springt das erste Mal hier dieser 6. Platz raus. 8. Platz für Österreich. Sie haben es nicht mehr geschafft, noch den 7. Platz mit Wolfgang Wortmann zu kämpfen. Doch, da ist er. 7. Platz, pardon. 7. Platz, sie haben also noch diese 4 Sekunden auf Finnland weggemacht nach dem 2. Schießen. Damit halten sie zumindest den Bereich, in dem sie in der Staffel immer sind. 7, 4, 5, 7. Das gibt auch für Österreich die Hoffnung zumindest unter die ersten 5, vielleicht sogar auf Stocker zu fahren bei den Olympischen Spielen. Im Bild hatten wir gerade den italienischen Fahrer Pier Alberto Carrara und im Ziel Slowenien mit Tomáš Globošník. Deutschland gewinnt die erste Staffel in dieser Weltcup-Saison vor Norwegen und Weißrussland. Souverän, sie waren heute eindeutig die Besten, die wenigsten Fehler gehabt. Sie sehen es, Schweden noch sehr stark geschossen, aber die Norweger und Weißrussen natürlich Laufstärke, deswegen haben sie noch überholt. Beste Leistung, Topform vom
Viererteam von Norbert Bayer. Und Norbert Bayer wird sich jetzt in den verbleibenden, ja, es sind nicht mehr ganz 3 Wochen, die Frage stellen müssen, bis zu den Olympischen Spielen, wen nehme ich jetzt letztendlich in die Staffel rein? Er hat auf jeden Fall Sven Fischer, der bis jetzt immer in der Staffel dabei war, und Frank Lupp und Rico Groß, die beiden müssten sicher sein. Wer ist aber der vierte Läufer? Peter Wendel, sehr stark heute gelaufen, Maro Morgenstern bereits 2-mal dabei, Jan Wüstenfeld 3-mal dabei, und auch Carsten Heimann war einmal dabei. Die Auswahl. Ich tippe mal auf Marco Morgenstern oder Jan Wüstenfeld, obwohl Peter Sendl sehr gut gefahren ist, wird er sicherlich nach meiner Meinung Ersatz sein. Italien als auch Favorit auf einen der besten 3 Plätze. Heute große Probleme gehabt beim Schießen.